Leute, Protoss hier. Herzlich willkommen zu meinem Let's Play Hearthstone. Heute habe ich euch einen Druiden mitgebracht. Ein Jog-Druide, basierend auf Jog-Saron, im Hoffnungsende, der einen zufälligen Zauber für jeden Zauber wirkt, den wir in diesem Spiel gewirkt haben. In zufälliger Auswahl aus allen Klassen. Das Deck hat ein paar Diener mehr als das letzte Jog-Deck, was ich vorgestellt habe. Ist übrigens von dem Pro-Player Kibler. Ich habe da nur ein, zwei Karten geändert. Könnt ihr euch vorstellen, das Deck besteht aus vielen Zaubern. Wir haben Anregen dabei, lebendige Wurzeln, zweimal den Rabengötzen. Wir haben Macht der Wildnis dabei, den Wildwuchs zweimal Zorn, die wilde Wut. Wir haben den Prankenhieb zweimal dabei, den Hüter des Morass. Den kennt man mittlerweile, die violette Ausbilderin, die wunderbar funktioniert mit den ganzen Zaubern, die wir in diesem Deck haben. Ich habe zweimal Pflege dabei, um halt die Karten zu ziehen, die ich, um an die Karten zu kommen, die ich brauche. Den azurblauen Drachen habe ich dabei, um einmal den Zauberschaden zu verstärken und auch Karten zu ziehen. Den Druide der Klaue habe ich zweimal dabei, den Goblin-Auktionator brauche ich auch nicht zu sagen. Passt wunderbar bei den ganzen Zaubern. Imperator Taurus an, um meine Karten halt günstiger zu machen. Szenarios ist in diesem Deck drin. Kennt man auch, braucht man auch nicht viel zu sagen. Als neue Karte, So Gott der Glitschige. So im ersten Moment sieht er zwar nicht heftig aus, für 9 Mana ein 5-9er Spot, aber wie ihr seht, kann er nicht als Ziel von Zaubern oder Heldenfähigkeiten gewählt werden. Dadurch den Wegfall der beiden Erweiterungen Naxxramas und Goblins gegen Gnome, die Meta in Hearthstone ja ein wenig langsamer geworden, nicht so super aggro, kann man so ein Diener eigentlich gut in so ein Deck einbauen, wie in diesem hier. Und ja, deswegen ist er drin. Probier den mal aus. Und zu guter Letzt eben Jog-Saron. Wie das Ganze funktioniert, wollte ich euch in so einem Spielchen demonstrieren. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Es dürfte witzig werden. Zauber gegen Zauber. Die lebendigen Wurzeln. Wilde Wut behalte ich mal. Die lebendigen Wurzeln, die bringen nicht wirklich viel beim Schurken. Ah, ich pack den mal weg. So ein Rabengötze wäre besser. Super. Und den Rabengötzen haben wir auch wieder zurück. Ja, komm. Aber dafür jetzt den Coin irgendwie opfert, ich weiß nicht. Coin, Heldenfähigkeit. Ich denke nicht. So viele Möglichkeiten. So macht er das, okay. Dann mache ich nicht viel. Vielleicht wird er jetzt den SI7 Agent hier drauf. Wäre eine Möglichkeit, Coin SI7. Ha, so gut wie erledigt. Das ist schön, haben wir auf jeden Fall für die nächste Runde auch was. Den SI7 Agent nehme ich ihm erstmal. Jetzt hat er die Schnauze voll und killt ihn. Das gebe ich ihm eine schöne Möglichkeit, einen Combo auszulösen. Meucheln. Ausweiten. Vielen Dank. Das ist natürlich nicht so gut. Wo soll ich zuschlagen? Mach ich das so. Hey, hey, wollt ihr eine Ratte am Stiel kaufen? Nimmt den Schaden. Ja, ist auf jeden Fall ein Endzot. Schurke. Es reicht wieder nicht.
Ach, Leute. Ziehe erstmal eine Karte. Das ist ja schön. Dann entdecke ich einen Zauber. Lohnt sich die wilde Wut? Eigentlich nicht, ne? Mach ich das so. Also wenn er in die 10. Runde kommt, ganz schlecht, ne? Hat er jetzt schon... Ah ne, er hat erst zwei... Todesröchelkandidaten ausgespielt, die ich zerstört habe. Wenn jetzt der Goblin-Auktionator kommt, habe ich ein Problem. Ne, ein Problem habe ich nicht. Weil ich den dann direkt mit meinem Druiden der Klaue wegtraden kann. Den muss ich ihm nehmen. Okay. So, wieder. Ja, dann spiele ich doch mal den hier aus, ne? So, da muss er jetzt natürlich erstmal mit umgehen. Wenn er den nicht wegkriegt, habe ich in der nächsten Runde gewonnen. Dann wird der gecharged. Mit Heldenfähigkeit. Nein! Da fehlt einer. Verdammt! Oh yeah! Das sind 10. Oh, Junge, 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 Junge. Ich kann aber erstmal eine Karte ziehen. Das ist mir egal, ich... Charge den jetzt auf jeden Fall an hier. Gefährlich, gefährlich, weil er den Drachen auf dem Feld liegen hat. Wenn ich das mal nicht bereue. Hoffentlich hält der Glitschige das, was er verspricht. Wird er da durchkommen? Wird er es schaffen? Und er opfert sich. Also so gut, der Glitschige. Astreine Karte, hätte ich nicht gedacht. Ja, schönes Spiel. Er hat sich das Leben genommen. Ich hoffe, ich konnte euch damit gut unterhalten. Und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, bleibt sauber und haltet euch senkrecht. Euer Proteus. Ciao.